Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, noch ein Unboxing. Warum? Ich habe das Lucky Loot Gewinnspiel gewonnen bei Loot Chest, was sie jeden Monat raushauen. Finde ich übrigens total cool, dass die Loot Chest so viel macht für seine Abonnementen. Sei es halt den Lucky Loot oder den Zusatzloot, den die Leute noch gewinnen können. Damit habe ich jetzt, glaube ich, so ziemlich alles achieved, was es bei Loot Chest gibt. Oder? Ich war im Booklet, ich habe den Bonus-Loot gewonnen und jetzt auch noch hier das Lucky-Loot. Moment mal, heißt es nicht eigentlich, das Glück ist mit den Dummen? Ja. Egal, schauen wir mal rein jedenfalls. Vielen herzlichen Dank, Loot Chest. Okay, wir machen einfach mal hier ganz brutal eine Seite ab. Yeah, wir haben Füllmaterial. Ganz viel. Oh, ich glaube, da ist Breaking Bad Badesalz drin, so wie das riecht. Es gibt wieder ein schönes Kärtchen. It's dangerous to go alone, take this. Lieber Katka, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn unseres Lucky Loot Formates. Viel Spaß mit den Gewinnen. Nerdige Grüße, dein Loot Chest Team. Vielen Dank! Oh. Oh, wie geil! Wir haben Funko Pops! Jesse Pinkman! Sehr geil. Und wir haben Hank Schrader. Und ich bedenke, Hank war am Anfang so ein Charakter, den ich so null leiden konnte. Null. Nada. Überhaupt nicht. Oh ja, und ich hatte recht. Es gibt Breaking Bad Badesalz. Alter, das Zeug mockert. Bademeersalz, Marisal Parfum, Polysulfat 12 Liter Nolen. Okay. 5 Esslöffel für ein Vollbart. Ich glaube, den Esslöffel möchtest du danach verbrennen. Also, das war auch in der Box drin, wo das Kissen drin war von den Avengers. Das war auch auf diversen Videos sieht. Dieses Kissen riecht immer noch danach, ich glaube mittlerweile einem Jahr. Ja, ich habe es schon mehrfach gesagt. Vielen herzlichen Dank, Loot Chest. Und ja, vor allem die Popfiguren sind echt schön. Ich glaube, da muss ich mir noch den Walter White dann nachbestellen. Ich würde mal eher sagen, den Heisenberg. Oder den Walter in Unterhosen. Ja, den Gus Fring hatte ich auch mal wo drin. Den habe ich leider verschenkt. Deswegen, hier seht ihr, was es alles für Figuren gibt. Haut doch mal in die Kommentare, welchen Walter White oder ob es doch eher Heisenberg sein soll, es noch geben soll. Oh, Mike hätte ich natürlich auch gerne genommen, einer meiner Lieblingschars. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir noch bitte ein Däumchen da, denn das hilft, um weiter bekannt zu werden. Damit wir immer mehr werden und die Bands auch noch mehr Platz bekommen, um gefunden zu werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein.